Hey Leute, willkommen zum neuen Vlog. Heute will ich euch zeigen, was ich zum Frühstück eigentlich immer esse. Ich poste es ab und zu gerne auch mal bei Instagram in der Story. Es ist ganz simpel, kann man sehr einfach nachmachen. Machen von euch wahrscheinlich viele auch schon. Ich werde jetzt versuchen, meine Art zu zeigen, wie ich es gerne mache. Und noch so ein paar kleine Variationen dazu, was man vielleicht so nicht kennt oder sich denkt, oh ja, passt das überhaupt zu einem Müsli? Legen wir am besten mal los. Also, nehmt am Anfang vielleicht erstmal eine kleinere Schüssel, um es auszuprobieren. Ich nehme meine. So ein Fresssack. Dann kann es auch schon losgehen. Ich habe Apfel natürlich, Banane, Rockmelon. Alles schön reinschnippeln. Da das sehr viel Wasser enthält und eine leichte Süße, passt das auf jeden Fall auch mega gut zum Müsli. Rein damit. Noch eine. Seid ruhig großzügig mit den Stücken. Wassermelone. Vielleicht haben es schon einige von euch ausprobiert. Vielleicht ist es für einige schon Standard. Aber ich habe es hier erst entdeckt, weil ich mir dachte, hey, der Kühlschrank ist jedes Mal voll damit. Da dachte ich mir so, hey, schnippel doch einfach mal ein bisschen was rein und probier es aus. Weintrauben. Die. Und die süßeren. Vergesst nicht, dass ihr die vorher abwascht, weil auch wenn die hier so schön verpackt sind, bei uns in Deutschland sind es meistens in so einen Tüten drinne. Wer weiß, wer die alle schon angefasst hat. Banane darf nicht fehlen. Ba, 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 na, 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 oh. Wer möchte, kann Apfel reinmachen. Ich habe erstmal genug von Apfel. Kiwi. Oh, die ist schon überreif. Schneidet einfach das untere und obere Ende ab. Wascht sie. Dann könnt ihr die auch schon so, wie sie ist, ein bisschen zerschneiden. So. Und die Schale könnt ihr tatsächlich dran lassen. Ist bei der Kiwi vielleicht ein bisschen merkwürdig, weil viele die mit einem Löffel auslöffeln. So habe ich es zumindest immer gemacht. Bis ein Kumpel von mir. Sehr coole Geschichte. Eigentlich, da waren wir in Prag und waren gerade am Frühstücken im Hostel. Und da hat der dann zu mir gesagt, weißt du eigentlich, dass man die auch mit Schale essen kann? Und ich habe den erstmal total verdutzt angeguckt, so, echt jetzt? Oder willst du mich jetzt verarschen? So ist es halt unter Freunden, ne? So, was ist da drinne? Ist halt ein bisschen merkwürdig am Anfang, schmeckt ein bisschen merkwürdig vielleicht, aber probiert's auf jeden Fall mal. Sehr cool. Ist halt, ja, weil die Schale halt so ein bisschen haarig ist oder so. Aber kann ich nur jedem empfehlen, weil genauso wie es beim Apfel ist und bei anderen Schalenfrüchten auch, sind unter der Schale die meisten Vitamine. Also probiert es einfach mal aus, weil wenn man es vorher nicht ausprobiert hat, kann man ja nicht so urteilen, ob das jetzt nun eklig ist oder nicht. Ich persönlich, mich stört es nicht. Ich finde es sogar ganz, ganz lecker so. Und das Beste ist, ihr müsst es nicht alles abschälen oder auslöffeln oder sonst was. Gerade wenn die vielleicht noch ein bisschen fester ist. Die war jetzt ziemlich reif. Die letzten Tage habe ich immer so feste gehabt, so. Da ist es dann auch echt mühselig, das dann noch abzuziehen und sowas. Für die Faulen unter uns. Nüsse, Rosinen, verschiedenste Samen, Sonnenblumenkerne. Kann ich euch empfehlen. Ich habe jetzt hier leider keine Nüsse da. Kardamiernüsse, Walnüsse zum Beispiel. Cashewkerne, sowas. Das alles rein. Boah, Cashewkerne. Habt ihr in Deutschland, glaube ich, in jedem Lebensmittelmarkt, dass man da so eine Kerne, dass man es ausfüllen kann oder so? Oder geht in einen Bioladen. Haferflocken. Ja, Oats. Auch rein. Wie ihr möchtet, könnt ihr noch Milch dazugeben oder Wasser oder beides. Ich mache immer beides. So ein bisschen Milch rein und mehr Wasser. Da fühlt ihr euch dann auch einfach besser. Ihr fühlt euch dann nicht so voll. Aber ihr fühlt euch auf jeden Fall gesättigt, weil die Milch, die lässt euch träge werden. Nicht umsonst kennt man das, dass man, wenn man ins Bett geht oder so, vorher noch ein bisschen warme Milch trinkt oder so. Also es ist tatsächlich mehr oder weniger die Milch, die euch dann träge macht. Also wenn ihr mehr Wasser reinmacht, dann fühlt ihr euch auf jeden Fall besser danach. Würde ich das letzte Mal gewesen sein, dass ich eine Variante von meinem Müsli machen werde. Ich habe da noch so eine Idee mit meinem Papa, der treibt es auf jeden Fall an die Spitze, was Müsli angeht. Von dem habe ich auch die meisten Müsli-Hacks, könnte man sagen. Freut euch drauf und ich hoffe, es war ein bisschen sinnvoll für euch, was man so machen kann. Was ich damit auf jeden Fall beweisen wollte, probiert euch einfach aus, ja?
denkt so, okay, was könnte man reinmachen? Oh, könnte das schmecken? Dann bereitet einen kleinen Löffel vor oder sowas und probiert das einfach. Nicht gleich eine riesen Schüssel, wo ihr nicht wisst, ob das jetzt schmeckt oder nicht. Aber probiert euch aus und schreibt es in die Kommentare, was ihr für ein Rezept für euer Müsli habt. Schnell und einfach, das war's mit mir, Hendrixer, und ciao! Bium. Was ich vergessen habe, ihr könnt nicht nur Wasser oder Milch nehmen oder beides, ihr könnt es auch mit Joghurt mischen. Sehr, sehr gute Alternative, wenn ihr mal keine Milch mehr zu Hause haben solltet, dann könnt ihr natürlich auch Joghurt nehmen. Dann gibt es natürlich die Variante Wasser, also davon, da gehe ich mal aus, dass ihr zu Hause alle fließendes Wasser habt. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Hendrixer erzählt euch was. Ich muss echt an meinen Outros üben, ey. Keine Ahnung. Okay, das Fenster ist wahrscheinlich schon klein geworden. Wenn ihr noch nicht abonniert habt und euch das gefallen hat, ich mache nicht nur so eine Sachen. Ich bin auch viel unterwegs, Vlogs und so. Ich mache auch Nebenprojekte. Also Nebenprojekte, damit meine ich kleine Projekte, die... Nein, ist auch wieder Quatsch, ne? Kleine Projekte und aber auch große Projekte, die aber mehr Aufwand erfordern. Bei Vlogs ist es ja so, dass man so Daily Vlogs oder Weekly Vlogs macht. Und da spielt man nicht so viel rum mit Effekten oder sonst was. Es sei denn, man möchte. Aber es gibt auch Projekte, die ich verwirklichen will, wo es dann ins Eingemachte geht. Ich nicht alleine dastehe, ich dann meistens auch Leute hinter mir habe. Hier vielen Dank nochmal für alle, die bis jetzt in meinen ganzen Projekten mitgewirkt haben. Ich habe mich manchmal auch in anderen Projekten von anderen Leuten mit dabei. Also so eine Sachen, und die sind dann alle aufwendiger. Sowas wird auch auf meinem Kanal erscheinen. Guckt euch am besten mein Showreel an oder mein Coming 2017. Was halt alles kommt, noch kommen wird. Manche Sachen sind schon draußen. Ich wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Hendrixer, Hendrixertainment. Bananas in Pyjamas sind lustig anzusehen. Bananas in Pyjamas, zwei, die sich gut verstehen. Bananas. Oh, jetzt geht's mir schon viel besser. Ah, oh, und was gibt es als Hauptgericht? Oh.